Besondere Herausforderungen erfordern besondere Lösungen und auch hier ist Alphaus der ideale Partner. Wie Sie das genau machen, das erfahre ich heute im Passaiertal. Herr Lawitschka, vor 3 Jahren haben Sie sich hier in St. Leonhard im Passai einen Traum erfüllt. Sie haben ein Haus gebaut. Vor welchen Herausforderungen standen Sie damals? Ja, das waren gleich mehrere, weil wir haben ein altes Häuschen mit viel Charme am Waldrand in Hanglage und ganz erschwerter Zufahrt erworben. Und das war jetzt halt die Frage, kann hier ein Bauunternehmen bauen, wegen der erschwerten Zufahrt? Und ist es sanierbar oder muss es komplett neu gebaut werden? Dazu braucht man eine Planung, das A und O jeder Baustelle. Wie hat Sie die Alphaus in dieser ersten wichtigen Phase begleitet? Sehr kompetent. Nicht nur, dass jetzt beim Lokalaugenschein auch zu spüren war, dass der Herr Leitner vielleicht selbst sagt, das ist eine Herausforderung für unsere Firma, sondern es war eindeutig zu merken, hier ist nicht nur ein Bauunternehmen da, was halt Mauern setzt, sondern bevor der erste Spatenstich gemacht wurde, musste das gesamte Konzept des Hauses stehen. Heißt Installationen, Elektro, natürlich das ganze Heizsystem, die Isolierung des Hauses gegen Kälte, gegen Wärme. Diese ganzen Sachen wurden jetzt nicht nur besprochen und ja, das machen wir immer so, sondern hier waren tatsächlich Berechnungen für dieses Haus speziell erstellt worden, Vergleiche der verschiedenen Heizsysteme in Anschaffungskosten, in Unterhaltskosten, eventuelle Reparaturkosten. Das hat uns sehr beeindruckt, meine Frau und mich, und das hat auch einfach dargestellt, hier stimmt der Hintergrund. Auch nach der Planung will man gut begleitet werden. Wie war es während der Bauphase? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Auch hier nur gute. Die Baustellen waren immer ordentlich. Es war ein logistisches Konzept, eindeutig zu spüren. Die Handwerker kamen ja täglich über den Jaufenpass von Sterzing nach St. Leonhard. Da ist ein LKW so gut wie nie leer gefahren. Die hatten immer die Materialien, die sie brauchten, dabei teilweise schon. Man hat einfach gemerkt, hier stimmt das ganze Konzept. Die Arbeiter, seien es jetzt welche von der Alphaus selbst oder Subunternehmen, waren korrekt. Und dann kam natürlich das Wichtigste, mein Ansprechpartner, der Baustellenleiter Matthias bei uns, hat sich um jedes Problem gekümmert, hat sich jeder Frage angenommen. Und wenn er mal was nicht wusste, was ja sein kann, hat das sofort geklärt, sodass aus einem Problem eigentlich gar kein Problem wurde. Die Zettelwirtschaft, die ist ja etwas, was man immer mitnehmen muss und was auch viele unternehmerische Tätigkeiten hemmt oder bremst. Wie viel mussten Sie erleiden? Nachdem wir den Bauplan genehmigt, der Alphaus übergeben hatten, überhaupt keine mehr. Und das war königlich, weil für mich als Bayer, der sich halt in Südtiroler Gesetzen nicht so gut auskennt, war das wirklich Lebensqualität, dass ich hier jetzt nicht irgendwelche Fristen versäumt habe oder irgendwas nicht beachtet habe, wo ich mich nicht auskenne. Ich habe mich meinem Beruf widmen können, was viel sinnvoller war. Und die Alphaus hat diesen ganzen Bereich mir abgenommen, was wirklich Lebensqualität für uns war. Und die waren da ja auch viel kompetenter als ich. Nach 3 Jahren jetzt, dass Sie hier in diesem Haus wohnen, welche Gesamtnote geben Sie der Firma Alphaus? Nachdem auch die finanzielle Endabwicklung absolut gestimmt hat, also Preis-Leistungs-Verhältnis sind wirklich okay, muss ich sagen, ja, nach bayerischem System ein 1er, nach Südtiroler System ein 10er. Ich würde also sofort wieder bauen mit der Alphaus und mit Matthias. Das war wirklich okay. Alphaus, das fertig gedachte Haus.